Hallo, ich bin's nochmal. Und zwar wollte ich euch gerne mal zeigen oder euch erzählen. Und zwar geht es darum, ich habe 30 Jahre lang kräftig geraucht, wirklich viel geraucht, 60 bis 80 Zigaretten am Tag. Und das über 10, 15 Jahre. Insgesamt habe ich 30 Jahre geraucht. Natürlich keine 60 bis 80 Zigaretten 30 Jahre lang, aber die letzten 10 Jahre 60 bis 80 Zigaretten locker, locker. So, dann irgendwann, klar, man wird älter, die Kondition lässt nach, man denkt, puh. Man denkt, man wird zu dick oder sonst was und denkt, naja, man schiebt jetzt erstmal nicht auf die Zigaretten und denkt, ach komm, eine geht noch, das geht noch. Bis man dann abends irgendwann mal im Bett liegt und denkt, boah, wieso kriege ich denn keine Luft mehr? Und denkst so, hast du ein beklemmendes Gefühl auf der Brust, fängst das Schwitzen an und zitterst. Weil ich dann gemerkt habe, Alter, das liegt an den Zigaretten, du Idiot. Naja, wie jetzt so ist, aufhören, sagt man immer, ach, ich höre auf. Hat natürlich nicht geklappt, das erste Mal. Ich denke, naja, schaffst es nie. Dann habe ich in der Werbung dieses Zeug hier gesehen. Dieses Nicotirette. Dieses Spray hier. Nicotirette. Oder wie das heißt, ja, Nicorette. Spray. Und habe mir jetzt gesagt, ach, das hilft sowieso nicht, das ist Aberglaube. Das war auch schon Wochen vorher, muss ich dazu sagen. Bis ich mir dann wirklich mal einen Kopf drüber gemacht habe, wieso rauchst du überhaupt? Dann habe ich mir überlegt, warum raucht man überhaupt? Dann habe ich geguckt, ja, früher hat man angefangen, um cool zu wirken bei den Kiddies. Am Essen dann hat das dann gesagt, naja, später als Erwachsener, ist Gewohnheit, ist wie alles mit Essen, Trinken, ist alles Gewohnheit. Bis ich mir ernsthaft gedacht habe, wieso rauchst du überhaupt? Dann habe ich mir so wirklich mal auf die Vor- und Nachteile aufgezählt. Und natürlich kommen da nur Nachteile raus. Es wird keiner sagen, es kommen Vorteile raus, wenn du rauchst. Also ich kenne keine Vorteile. Und dann habe ich gedacht, hörst du auf. Aber ich hatte Angst, wie soll ich das sagen, wieder zu versagen. Und denke, oh, dann klappt es wieder nicht. Dann hatte ich diese Spray gesehen im Fernsehen. Gehe natürlich zur Apotheke, gehe hin und sage, ich hätte, also, wie ich den Preis gehört habe, bin ich fast erst umgekippt. Ich habe hier bei uns im Dorf in Schleswig, kostet das Ding 40 Euro in der Apotheke. Ich denke, boah, leck mir am Arsch, 40 Euro, wie willst du da rauchen aufhören? Mitgenommen. Das Zeug mitgenommen, ich denke, ja, probierst du mal aus. Also, das muss man auch dazu sagen, ich hatte schon im Kopf mir vorgenommen, nicht mehr aufzuhören. Es ist auch eine Kopfsache, es ist jetzt nicht nur hier das Zeug nehmen. Yeah, geil, Nichtraucher. Du musst schon wirklich vom Kopf her bereit sein. Wenn du nur das Ding kaufst und gar nicht dazu bereit bist, funktioniert es sowieso nicht. Und dann habe ich es genommen. Das schmeckt wie Scheiße. Tut mir leid, das schmeckt Scheiße, das Zeug. Das brennt wie Sau im Hals. Es hat so einen komischen Pfefferminz, Menthol, Zigarettengeschmack, so ganz komische, es ist ein fieser Geschmack, ist egal. Was Fieses daran ist, es brennt unwahrscheinlich im Rachen. Es tut weh. Deswegen habe ich das nicht so, wie die das sagen, auf der Zunge, ich habe es sondern unter der Zunge, damit das ganz langsam in den Rachenraum geht. Denn wie die es in der Verpackung schreiben, du sprühst das rein, dann geht die Wände hoch. Obwohl, ich muss dazu sagen, es brennt nicht bei jedem, habe ich gelesen. Es gibt sogar welche, die müssen sich übergeben, wenn sie das Zeug nehmen. Also das hatte ich ja nicht zum Glück. Naja, ich war halbwegs vom Kopf bereit, habe gedacht, naja, hörst du auf. Nimmt, kauf das hier. Hatte natürlich vorher keine geraucht, ewig keine mehr. Ich glaube, 2-3 Stunden mehr, was für mich lang war. Und saß schon so da. Ich habe dieses Zeug genommen, ich habe es in den Rachen gesprüht. Es hat, wie schon gesagt, es war pervers. Es hat wirklich keine 2 Minuten gedauert, keine 2 Minuten gingen die Symptome zurück. Ich wurde ruhiger, ich habe aufgehört zu schwitzen. Ich hatte das Gefühl wirklich, als wenn ich eine geraucht hätte. Ich hatte wirklich dieses Gefühl. Und habe mir dann gedacht, naja, vielleicht war es auch nur Einbildung. So. Nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde kam wieder dieses Verlangen natürlich alles zu rauchen. Wieder gesprüht,
wieder ging das Gefühl weg. Und das ging dann über den ganzen Tag so. Und dann habe ich abends so gelegen und habe dann gedacht, weißt du was, vielleicht ist das Zeug ja wirklich gar nicht mal so verkehrt. Naja, einen Tag später, ich muss ehrlich sagen, die Nacht war hart. Die Nacht war wirklich hart. Ich bin mehrmals aufgewacht und habe mir das Zeug in den Rachen gehauen. Oh, Scheiße. Habe mir das Zeug in den Rachen gehauen. Naja, die Nacht hatte ich überstanden, die erste Nacht. Ist auch schon mal länger, ist ja egal. Und dann habe ich mir einen anderen Tag gedacht, naja, probierst du weiter, weil sofort aufgeben, mein Gott, das ist ja Schwachsinn. So, dann habe ich den zweiten Tag, dritten Tag, vierten Tag. Also ich muss ehrlich sagen, je länger man das benutzt, also der Geschmack wird nicht besser. Ist nicht so wie, es wird wirklich nicht besser, je länger das benutzt. Ich rauche jetzt 2 Wochen nicht mehr, also gar. Ich habe von Anfang an dann keine einzige mehr geraucht. Am Anfang habe ich gebraucht, bin ich mit so einem Döschen hier Sprühfläschchen 3 Tage hingekommen. Dann die zweite war schon 5 Tage bis 6 Tage. Und mit der hier jetzt, das wird immer länger, komme ich schon über eine Woche hin. Also sozusagen, seht ihr ja, wenn du das umrechnest, 3 Tage, 15, 8 Tage, na okay, 14 Tage, 6 Tage habe ich das Ding jetzt hier schon. Also ich brauche immer weniger davon, Also mir hilft es. Wie schon gesagt, er schmeckt richtig scheiße, wenn man so sagen darf. Es brennt im Hals. Es gibt unwahrscheinlichen Schluck, auch weil da nimmst du einen Schluck zu trinken und sonst was. Achso, wenn man das Zeug benutzt hat. Also man sprüht sich das so wie jetzt rein. Ich zeige euch das. Ach, das ist furchtbar, ist egal. Hier ist das Zeug. Dann wartest du. Schluckst das runter. Warte. Und darfst aber nicht sofort was trinken. Eigentlich sollte man immer so 1-2 Minuten warten. Weil das Zeug, das ist, oh. Es schmeckt so, als wenn du einen Aschenbecher auslecken würdest. Das ist ekelhaft. Oh, was wir uns Raucher angetan haben, ist eigentlich, Alter, das kann ich erzählen. Und meistens trinke ich dann was. Oh, ist ja auch sofort weg. Nur was lange bleibt, ist dieser, das ist dieser, als wenn die Zähne geputzt hätte, dieser Menthol, Pfefferminz-Menthol-Geschmack. Es hilft, es hat mir geholfen, ich habe auch im Internet gesehen, es hat auch anderen geholfen, es hat natürlich auch anderen nicht geholfen, aber es hilft auch nur, hier, wenn ihr oben denkt, jetzt ist es soweit, jetzt höre ich auf. Weil ich habe schon vorher immer gesagt, ich will nicht mehr rauchen, ich habe keine Lust mehr. Es hat zwar noch Monate gedauert, bis ich aufgehört habe, wirklich Monate. Aber ich habe es endlich jetzt vor 2 Wochen gepackt. Ich will jetzt nicht sagen, geil, Nichtraucher, ich bin drüber. Mein Gott, 2 Wochen ist gar nichts. Der Anfang ist gemacht. Und ich habe bis jetzt keinen Andrang, kein Verlangen, überhaupt eine zu rauchen. Ich kann neben Leuten stehen, die rauchen. Dann habe ich das Zeug zwar immer mit, obwohl das wirklich ekelhaft schmeckt. Aber ich habe es mit. Und es hilft, man wird von manchen belächelt, ja klar, Glaube versetzt Berge, bla bla bla. Mag sein, solange es mir aber hilft oder euch hilft, je nachdem, wenn ihr damit anfangen wollt und offen wird. Ich sag alles scheißegal, lasst die Leute doch labern. Dir hilft es, mir hilft es. Es hilft im Endeffekt meiner Familie, weil ich habe 4 Kinder. Ich bin der Einzige, der raucht. Und meine Tochter, die jetzt 7 Jahre ist, die hat mich eigentlich darauf gebracht, die hat immer gesagt, Papa, warum rauchst du? Wenn schon ein 7-jähriges Kind fragt, warum rauchst du? Ja, da muss man sich ja erwachsen, das schon eigentlich mal die Frage stellen, Alter, geht's noch? Und ich habe es eigentlich für mich und natürlich für meine Familie getan. Und du merkst nach 2 Wochen, die Luft ist viel besser, also du atmest viel freier. Die Kondition steigt automatisch, ist klar. Du schmeckst auch wieder Sachen aus dem Essen, die du vorher gar nicht mehr geschmeckt hast. Und ja, man fühlt sich allgemein wohl. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, jetzt muss ich an mein Gewicht. Ich habe jetzt nicht durch das Nichtrauchen zugenommen. Nicht, dass einer denkt, boah, ist der dick geworden. Die 130 Kilo hatte ich schon vorher.
die ich aber jetzt gerne abnehmen möchte. Und das schaffe ich auch, weil das hatte ich schon mal geschafft. Da war ich auf 90 Kilo. Und das werde ich auch wieder schaffen. Und dann will ich mal sehen, wie dann wird. Also ich muss wirklich nur eins sagen, ich wollte euch nur eigentlich damit sagen, probiert es selber aus. Bevor ihr irgendwas glaubt oder nicht glaubt, probiert es wirklich aus. Es sind, im Internet kriegst du das auch schon für 25 Euro, habe ich schon gesehen. Also es, morgens in Apotheken hat es 40 Euro gekostet, finde ich wirklich extrem viel für einen. Besonders wenn es wirklich, es gibt ja Tausende, denen es geholfen hat. Und wenn es hilft, das Rauchen aufzuhören, dann muss man nicht auch nicht noch Geld darauf schlagen und sagen, ja, yeah, verdienen. Weißt du, das Zeug in der Herstellung, was macht, da kostet ein paar Cent. Die Flüssigkeit da drin, ich weiß es nicht. Darfst auch nicht drauf lesen, was da drauf steht. Dann denkst du, was ist gesundheitsschädlicher, das oder das Rauchen. Aber ich habe im Internet mal nachgeguckt. Diese Bestandteile, die da drin sind, eigentlich relativ unbedenklich und es ist trotzdem, Rauchen ist 30.000 Mal schädlicher, als wie das Zeug hier zu nehmen. Und E-Zigarette rauchen kam für mich nicht in Frage, weil Rauchen ist Rauchen. Ob dies oder E-Zigarette und ich kann das nicht. Ich muss entweder ganz aufhören oder gar nicht. Und tja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, es war jetzt nicht das ausführliche Video hier, egal, der hat uns jetzt genau erklärt, wie er es gemacht hat. Ich wollte euch nur zeigen, dass es damit geht. Klar, es gibt auch welche, und Hochachtung, die es ohne irgendwas schaffen. Die schmeißen Zigaretten weg und sagen, so, ich höre auf, die gibt es auch. Aber für Leute, die es nicht schaffen, ohne Hilfsmittel, und zu denen zähle ich auch, weil ohne hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft, denen sei geraten, holt es euch, es schmeckt pervers. Mal klar, man gewöhnt sich dran, aber es wird nicht besser. Also es wird nicht nach 2 Wochen oder so besser, wenn ich das auch mal so lese. Es gibt welche, die nehmen das schon 3-4 Monate. Dann wird